I'm an albatross. Hey Leute, was geht? Da ist auf dem Haus hier und so. Und jetzt nimmt erstmal den Controller in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Und heute ist ein Gast dabei, Apoc. Und zwar kein Gast, sondern sein Bro, Digga. Und hier kommt. Ja, wie heißt du jetzt? Der Deathmaker ist auch am Start. Alles klar, Leute. Heute geht es um eine Real-Life-Story, wie ihr im Titel schon gesehen habt. Katze geklaut? Nein! Alles klar. Das ist schon ein Jahr her oder zwei Jahre schon vielleicht sogar. Zwei. Ich weiß, ich bin mir nicht so sicher. Zwei. Ich und Apoc. Apoc und ich, so rum. Ich und Apoc. Wir waren da in Mecklenburg. Das war in den Ferien. Wir gehen immer so spazieren, da gibt es so eine riesen Runde immer. Da kann man so circa 2-3 Kilometer sind wir immer gelaufen, ungefähr immer. Nach dem Kuchenessen und so. Wir hatten da früher mal so einen Club gehabt, in den Büschen. Und da sind wir immer so 1-2 Stunden danach, nach dem Kuchenessen spazieren gegangen. Weil ein Abend davor. Erzähl du mal jetzt. Also einen Abend davor waren wir halt bei so einem Mann. Dem haben wir halt geholfen, Rasenmähen und so. Ja, da hatte halt so Katzen. Eine Katze davon hatte sogar ein Auge nicht. Der hatte keine Katze. Nee, bei dem hatten wir die Katze nicht. Doch. Das war bei jemand anderem. Nein, den hatten wir geholfen. Und er, Rasenmähen, boah, keine Ahnung, was alles noch. Wir hatten für unseren Club wollten wir so eine Plane halt als Dach und dann hatten wir, hatten wir eine Plane geholt gehabt, dachten uns so, jetzt fehlt uns noch ein Haustier. Ja, alles klar. Was dann das Lustige war am nächsten Tag. Alles klar, jetzt kommt die Sache, die am nächsten Tag war. Der Deathmaker kann dabei nicht reden, er kann nur sagen, warte, das kommt zum Schluss. da kann er erstmal was sagen. Voll, jetzt im Moment weiß er es nicht. Ich habe es ihm vorhin zwar gesagt, aber. Ich habe nicht zugehört. Alles klar. Also auf jeden Fall haben wir da so eine kleine Babykatze gefunden. Sei ruhig, warte. Wir sind ja die Runde gelaufen. Da hinten, da war so ein Zaun. Die Katze davor, einen Tag davor sind wir spazieren gegangen. Abends. Und uns hat so eine kleine Katze verfolgt. So eine kleine Babykatze. Dann hatten wir uns am nächsten Tag so gedacht, wo wir ja den Club hatten, wir hatten ja schon länger den Club, da hatten wir uns so gedacht, wir wollten ja so ein Haustier haben und dann sind wir halt die Runde gelaufen und sind auf diese Katzen da, haben wir uns dran zugegriffen. Ja, wir sind die Runde halt gelaufen, ne? Und haben uns so eine Katze mitgenommen. Wir gehen mit ihr spazieren. Da gibt es noch so eine Frau mit einem Hund, mit so einem kleinen Chihuahua, mit so einer kleinen Fußhupe. Mit so einem kleinen schwarzen Chihuahua. Da war dieser Zaun so hoch, weil der Chihuahua kann ja sowieso nicht darüber. Aber er konnte da runter. Dann hat die uns erwischt, aber sie hat gefragt, ob es unsere Katze ist. Und wir sagten so, ja. Danach, wir hatten ihr gesagt, dass wir spazieren gehen mit ihr, damit wir ihr das Dorf zeigen, die Katze. Wir sind damit, bei uns in der Nähe von diesem Club war so ein Baum, so ein Birnbaum. Dazu kommen wir aber später noch. Wir dachten uns so, scheiße, wenn wir heute Abend wieder spazieren gehen mit Oma und so, die Katze sehen, scheiße. Oder wie sollen wir die fressen geben? Ja, Oma hatte ja zwar eine Katze, aber da wollten wir uns das Essen ja so nehmen, aber nee, du. Dann dachten wir so, wir lassen die lieber frei, dann passiert schon nichts. Dann war das mit dem Baum. Wir hatten sie da beim Baum gelassen. Einfach so freigelassen. Und jetzt kommt's, wir sind abends spazieren gegangen. Und was jetzt passiert, wird euch Apoc erzählen. Also auf jeden Fall, an diesem Abend, ja, sind wir halt also wieder die gleiche Runde eigentlich gegangen. Halt bloß halt eben mit Familie.
Und dann auf einmal haben wir nur so ein, habe ich so ein Mausen gehört. Danach sag ich Styles auch einfach mal so, ey, hast du es auch gerade gehört? So ein Miau. Ja. Danach der so, nö. Danach fängt es auf einmal wieder an. Danach Styles auch so, Scheiße. Ja. Wir dachten uns so, jetzt sind wir dran, Digga, jetzt sind wir dran. Ja, aber wenigstens war unser Vater dabei, unser Vater ist eigentlich immer chillig, ja, weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, werft sie mal mit einer Birne ab. Weißt du, was das Lustigste war? Ab hoc versucht sie mit einer Birne abzuwerfen, verschielt so ein Stück, verschielt, ich dachte mir so, die kommt schon von alleine runter. Aber auch Scheiß drauf gehabt. Jetzt war die Katze doch noch da oben. Wir dachten uns so, Scheiße, ey. Was haben wir getan? Was haben wir mit der Katze getan? Oh, die kommt schon runter. Die war am nächsten Tag war die gar nicht mehr da. Ja. Die ist wahrscheinlich schon runtergekommen dann. Alles klar, dann denke ich mal, dann war's mit der Real Story. Aber der Deathmaker wollte ja irgendwas sagen, glaube ich. Mach ich bei dem Berg da drüben. Warum? Checkt seinen Kanal ab. Und mein und sein. Alles auf klar. Jeden Fall. Das wird ja auf meinen Kanal hochgeladen. Livestream wahrscheinlich später nochmal. Oder. Black Ops 3, verpasst ihr nicht. Wahrscheinlich gar nicht, keine Ahnung. Überlegen. Aber vielleicht. Sag ich schon mal. Wiederschauen. Und reinhauen!